So, Leute, wir probieren das einfach mal so. Das ist halt, also wie ihr gerade seht, so wie ich gerade aussehe, ist halt jetzt morgens und es ist ein spontanes Video. Aber da wir auf dem Vlog-Kanal sind, versuche ich einfach auch noch mal wie früher spontane Videos zu machen. Ja, über meine Meinung zu reden zu bestimmten Sachen. Ich hoffe, euch gefällt das. Es ist ein Experiment. Es sieht like shit aus, ich als auch der Background. Aber muss ja nicht mal alles gestellt sein, Freunde. Und zwar geht es um folgendes Thema. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid für den Support im Moment. Echt heftig, was so in den ersten ein, zwei Tagen, in den ersten ein, zwei Videos so am Start war. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, hi, ich bin Flo und ich mache Kraftsport und ja, ihr könnt gerne liken, folgen und abonnieren und alles Mögliche, was man so macht. Ja? Und direkt auch noch ein bisschen Geld im Shop lassen. Link ist in der Beschreibung. Nee, Spaß. Also, um welches Thema es heute gehen soll. Also, ich habe ja ein paar Videos jetzt hochgeladen. Ein, zwei, genau ein paar an dieser Stelle. Und eins davon war wieder mit Max Kleinwächter. Ja? Es gab ein paar Kommentare, da möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, warte, was haben wir da für einen Kommentar? Zum Beispiel den hier. Du kannst mit deinen Kraftwerten angeben, der Stoffkollege aber nicht. Oder die Art von Video finde ich klasse. Mir persönlich missfällt es allerdings, diesem und anderen Drogenboys eine Bühne zu bieten. Und jetzt vielleicht einfach mal zum Thema, warum ich halt mit Max jetzt ein paar Videos gemacht habe, so. Und was ich halt generell von dieser Thematik halte, ich darf mit meinen Kraftwerten angehen, geben der andere nicht. Oder generell dieses Thema, boah, man kann nichts mit den Drogenboys machen, das darf man nicht, das tut dem Sport nicht gut oder weiß ich nicht was. Ich habe das ja, also ihr kennt ja meine Meinung zum Thema Steroide, zum Thema Stoff. Das ist was, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Das ist etwas, was ich ablehne. Bei mir selber, ne? Und das ist etwas, was ich ablehne im naturalen Sport. Zum Kotzen hoch 10. Und das ist etwas, was ich ablehne bei so, ja, in der YouTube-Konkurrenz, wenn es um diese Fake-Neddy-Scheiße geht. Es ist auch etwas, was ich ablehne bei diesen fucking Hobbysportlern, die im Gym sind mit 16, 17, 18, 14, 15, natürlich auch 30. 25, keine Ahnung, durch alle Altersklassen durch, die like shit aussehen, wie scheiße trainieren, stoffen, aber wie scheiße immer noch aussehen. So, das sind meine Grundpositionen, mit denen ich ein Problem habe. Fake Neddies, Stoffer, die scheiße aussehen und wo Stoff der einzige Ansatz ist, wo es noch so heißt, ja, um so auszusehen, also so um mittelmäßig auszusehen, nach dem Motto, da musst du schon stoffen, ich stoff jetzt. Krafttraining, kaum irgendwie den ersten Fuß ins Gym gesetzt, oh, Stoff, das ist das Wichtigste. Erst Stoff, dann vielleicht ein bisschen Training, dann noch minimal vielleicht was Ernährung, keine Ahnung, ob man das eigentlich wirklich braucht. Und ja, irgendwie mich diszipliniert mit Protein und so und tracken, habe ich auch keinen Bock drauf. Hauptsache mehr Stoff. So, wo das so das einzige Thema ist, also Fake Natives, die Geschichte und Stoffer, die sich, wisst ihr, diese Fake Natives Schiene, die sich auf Naturalwettkämpfen abgeben, damit habe ich tatsächlich ein Problem. Womit ich eigentlich gar nicht so ein Problem habe, das trägt zwar mit dazu bei, dass Stoff irgendwie immer populärer wird, aber das ist halt einfach, das hatte ich schon mal gesagt, das ist das Problem, dass es diese Scheiße überhaupt gibt. So, don't hate the player, hate the game, so nach dem Motto. Und das Game ist halt nun mal so, dass es das Zeug gibt, so, und das heißt, es wird auch irgendwo benutzt. Aber Leute, die zu ihrem Konsum, ich weiß, das ist in Deutschland schwierig, so, aber von mir aus auch durch die Blume, so, die dazu stehen, dass sie da voll dabei sind und unterstützen, mit denen habe ich kein Problem. Das sind auch meistens die Leute, das sind meistens so Bären, so, die bewegen cooles Gewicht, mit denen kannst du geile Einheiten wegtrainieren, die erzählen dir meistens keine Scheiße, für die ist das so, die gehen offen damit um, ja, Digga, ja, ich unterstütze, ich mach das und jenes, so. Klar macht mir das irgendwo um Umwege meinen Sport auch kaputt, ne, das ist halt so, weil es das halt gibt und dann Leute denken, oh, ich will auch so aussehen wie der und der, das heißt, ich muss das machen und dann sehen die wieder, da ist dann wieder die Fraktion, die komplett scheiße aussieht, so, und die sind dann, tragen dann wieder diese Informationen raus, so, ja, ich habe das versucht, sogar mit Stoff habe ich gar nicht bewegt, was der Tyson beugen kann, oder Pascal Su, der hebt so viel, das habe ich selbst mit so und so vielen Jahren Stoff nicht bewegt, der kann nicht Neddy sein. Diese Schiene, die macht halt den Sport, also die grätscht halt da voll rein, so, und macht Neddys, die wirklich lange Zeit trainieren und da viel Zeit reinstecken und gute Leistungen erbringen, macht das halt einfach weg.
so, also die, das stört, also das, ne, das ist halt da so ein bisschen das Problem. Aber trotzdem sind das meistens Leute, die den Sport halt richtig krass feiern. Das sind meistens Leute, die mich auch an den Sport rangebracht haben. Klar, da habe ich damals so ein bisschen auch mal ISIF geguckt oder so. Oder Chris Jones und so auf Sympathiebasis, so wie ihr vielleicht mich auch guckt. Aber ich habe auch geguckt, Pete Rubisch, Chris Duffin, Dan Green, Eric Littlebridge, Westside Barbell und alle möglichen anderen Stoffe. Ich gucke zum Beispiel auch jetzt hier in YouTube Deutschland. Ja, ich finde Leonidas halt sehr unterhaltsam. Ich finde Larry Wheels sehr unterhaltsam. Ja, Bro, das ist halt einfach guter Content. Also es ist unterhaltsames Entertainment. Und klar, es wird unterstützt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Leonie das gesagt hat, aber es meine ich ja obvious so. Ja, das gehört halt irgendwo trotzdem mit dazu. Und das sind aber alles Leute, die dazu stehen. Was ich nicht feier, ist diese Fake-Kacke, weil das halt, das ist ja auch was Charakterliches so. Das ist ja direkt so, ja, du lügst mich ja obvious an. So, das ist so heuchlerisch. Das ist einfach, oft mit den Menschen kann ich nicht connecten. Und jetzt zu dem Thema, man kann Leistungen von Drogenboys nicht anerkennen oder so. Natürlich kann man das anerkennen, aber unter anderen Maßstäben. Zum Beispiel für jemand, der stofft und 300 hebt, das ist für mich nicht krass. Das ist nicht krass. So, wenn ich jetzt mit meinen ganzen Verletzungen und so kurz da, jetzt, lage mich noch nicht drauf fest, so. Aber wenn ich jetzt mal durchziehe, hier mein Training, mein Arschverhalt ist und ich knall dann mit Sumo 300 raus, Nelly, so, das ist eine Leistung. Wenn Pascal, das, was Pascal macht, zum Beispiel, falls ihr den überhaupt kennt, das ist eine krasse Leistung. Aber wenn Stoffer dann 300 hebt, das ist für mich leider keine krasse Leistung mehr. Ich muss da natürlich andere Maßstäbe ansetzen. Zum Beispiel wie bei dem Max Kleinwächter, der dann knapp an die 400 hebt auf deutschem Niveau. Ja, also 375 hebt er ja gerade. Dann, das ist dann schon wieder Leistung und das kann ich dann auch wieder feiern. So, ne? Also man kann, also ich finde, man kann, natürlich kann man Leistungen respektieren, natürlich von beiden, aber man muss natürlich dann einen anderen Maßstab ansetzen. Ne? Das ist natürlich klar. Und das andere Thema, man kann mit denen nichts machen. Nochmal zu dem Teil, habt ihr vielleicht auch so ein bisschen rausgehört. Man kann von Max halten, was man will. Ja? Auf Instagram Beef oder politische Meinungen oder wie offen er damit umgeht und wie er das macht und auch sein Trainingsansatz und so, da sind wir sicherlich ganz unterschiedlicher Meinungen, was quasi das, wie man am besten trainiert, angeht, was angeht, ob man mit API arbeiten soll oder nicht, was angeht, politische Meinungen, vielleicht auch zum Thema C und so, ja, da geht man sicherlich auseinander, aber danach definiere ich nicht oder danach entscheide ich nicht, ob ich mich jetzt mit einer Person gut verstehe oder nicht gut verstehe. Für mich zählt beim Sport, dass die Person den Sport fühlt, dass die Person unterhält, bam, am Gewicht, Stimmung reißen und so, ein bisschen Spaß macht. So, und dass man guten Content auch mit der Person machen kann und natürlich auch, wie die Person halt im 1:1 Gespräch ist. Ist sie sympathisch? Ist sie nicht sympathisch? Ist sie real? Ist sie echt? Und bei Max ist halt das Thema, er erzählt zwar alles, er haut alles raus, aber das macht ihn für mich halt auch sympathisch. Klar tritt er damit vielen auf den Schlips oder so, aber ich meine, ich bekomme auch nicht alles mit, ne? Also ich bin ja nicht da und gucke die ganze Zeit Max Story oder weiß ich nicht was, aber wenn ich mit ihm im 1:1 bin, sympathischer Kerl, kann man schön danach in einem Training schön noch essen gehen, schön Sushi reinfahren, ja, und hat ein gutes Training gehabt und ein geiles Ding. Natürlich will ich jetzt auch andere Leute mit vor die Kamera holen, aber Max hat sich das damals so angebahnt, weil er ja dieses API-Thema hatte und dann hatten wir ein bisschen Beef. Den haben wir geklärt im ersten Treffen, wo wir ein bisschen gehoben haben. Und jetzt neulich hat sich das einfach angeboten, dass wir da nochmal hinfahren nach Siegen, nochmal eine Session schieben, weil er mir einfach durch seine ehrliche, offene Art sympathisch ist und natürlich halt auch ein bisschen Gewicht bewegt, was natürlich auch für die Videos geil ist, fürs Training. Bisschen Spaß, bisschen Unterhaltung und da ist für mich egal, ob Nelly or not. Vor allem das andere Ding ist, find mal einen unterhaltsamen Naturalathleten in Deutschland. Und wenn es jemanden gibt, der dann, wo man sagen könnte, okay, das gäbe geilen Content, so, das ist vielleicht Pascal, aber der wohnt im anderen Ende von Deutschland irgendwo. Digga, da fährst du wieder 7 Stunden oder weiß ich nicht wie viel. Das ist halt logistisch einfach nicht so easy. Und das andere Thema ist, also ja, es ist schwierig. Ne? Ich versuche natürlich jetzt ein paar Leute zu finden, mit denen man coolen Content machen kann. Aber ja, so, darum soll es ja in diesem Video jetzt auch gar nicht gehen, Freunde. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also habt ihr grundsätzlich ein Problem damit? Also dass jemand, wenn jemand dazu steht und das öffentlich macht und bla 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 und einfach so sein Ding macht, auch nicht auf Nelly-Wettkämpfen rumhängt, auch nicht irgendwie, so, weißt du so? Max hat ab und zu so ein bisschen mit Nellys dann auch Stress geschoben und so, eure Leistung, bla bla bla, weiß ich. Aber wie gesagt, das sind halt Sachen, das ist halt sein Ding.
Training. Ne? Da müssen die sich untereinander austragen. Bei mir im 1:1 bis jetzt immer korrekt gewesen. Obwohl wir, Differenzen hatten. Ja, und sicherlich auch, was unsere Meinungen immer noch angeht, Differenzen haben. Wenn man sich da auf Augenhöhe irgendwie begegnet, respektvoll miteinander umgeht, dann passt das auch. Und das ist mir extrem wichtig einfach. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst mich wissen, Freunde. Ja. Wie geht das? In the building. Ja, so ähnlich oder so. Bro, ja hier, ne? Tyson 10. Athletic Statics, Freunde, Links in der Beschreibung. Like das Video, abonniert den Kanal. Und ich glaube, zum Thema Stoffi-Moffi habe ich alles gesagt, ne? Ja, klar, Nettis feiere ich. Stoffis, die dazu stehen, kann ich mich mit anfreunden. Also da geht es mir um den Sport, um die Unterhaltung, um den Wham-Faktor, wenn du so willst. Und alles andere, Fake Nettis, Stoffer auf Netty-Wettkämpfen und diese ganze Abrotzschiene und Stoffer, die nichts reißen. Ja, also die sich nur auf den Stoff dingsen und nee, also wirklich keinen richtigen. Nicht richtig trainieren, sich nicht richtig ernähren, finde ich auch zum Kotzen, weil die machen den Sport auch leider kaputt. Ja, wenn, dann richtig, seid ihr über die Dinger da bewusst, die Folgen und so, ist ja deine Entscheidung, kann ja jeder machen, was er will, aber bitte sei dann auch gut. Mach nicht diese Schiene von, ich hab auch auf Dings, ich hab das und ich hab das auch nicht bewegt, das heißt, der und der kann nicht nerdy sein. Mach nicht diese Schiene, mach uns den Sport bitte nicht kaputt, den Leuten, die wirklich diesen Sport lieben und verfolgen. Und nur weil du Hobbysportler da dir ein paar Dinger da reinknallen musst und dann der Meinung bist, jo, das ist einfach unmöglich, die Leistungen. Bitte, lass es einfach sein. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann, macht's gut. Peace.